Herr Sörensen, wenn ich nach den Chancen gehe, muss ich sagen, der TSV Bordesholm hat heute gegen Eutin 8:0 verloren. Ist das richtig? Ja, das ist definitiv richtig. Also ich glaube, wir haben 7, 8 hochkarätige Torschancen, die wir nicht schaffen, in ein Tor oder in was Zählbares umzumünzen. Und eigentlich ist das Wahnsinn, dass man hier nur einen Punkt holt gegen eine Spielweise, finde ich, auch von Eutin, die nur mit langen Bällen agiert haben. Wir haben uns grundsätzlich ganz gut in den Positionen, in den Räumen bewegt, haben es halt letzten Endes dann nicht geschafft, diesen einen Ball über die Linie zu bekommen. Das Spiel wurde vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, finde ich, relativ emotional geführt. Ja, sicherlich. Es geht um 3 Punkte, wie immer in der Oberliga. Wenn dann von der gegnerischen Bank noch Äußerungen, die unterhalb der Gürtellinie liegen und noch weiter drunter kommen, dann muss ich halt mal unsere Bank ausnehmen. Sicherlich gehören da auch Emotionen dazu, aber wenn es halt irgendwie nicht mehr sauber wird, dann kommen auch Emotionen von draußen ins Spiel rein. Das gehört dazu. Stand 0-0, jeder will das Spiel gewinnen, gehört zum Fußball dazu. Aber Äußerungen, die unter der Gürtellinie sind, finde ich, kann man gerade von der Bank her sich sparen. Alles klar, dann sage ich vielen Dank, Herr Sörensen. Ja, wünsche weiter viel Erfolg. Danke. Das war wirklich. Dennis Jags, 0-0 beim TSV Bordesholm. Wie gut tut der Punkt gewinnen? Ja, also wir sind nicht unzufrieden mit dem Punkt. Natürlich hätten wir gerne auch gewonnen, aber ich glaube, wir sollten nicht zu vermessen sein. Wir sind stabil geblieben, haben, denke ich, defensiv einen richtig guten Job gemacht hier heute gegen eine sehr spielstarke Bordesholmer Mannschaft. Haben sich als Heimmannschaft heute präsentiert, mit dann auf 90 Minuten gesehen sicherlich auch mehr Ballbesitz. Wir haben eine Phase dann, glaube ich, ganz gut überstanden, kurz vor der Halbzeit, wo zum Teil auch Horst gemacht, wo wir ein bisschen eingeladen haben. Ein, zwei Großchancen dann auch ausgelassen wurden von Bordesholm und die Phase haben wir gut überstanden. Und ich sag mal, insgesamt über 90 Minuten war es schon ein Spiel auf Augenhöhe, ohne dass wir die ganz großen Momente im Offensivbereich letztendlich hatten und deswegen, ja, hat es dann letztendlich auch für mehr als den Punkt nicht gereicht. Erfreulichste Tatsache an dem Spiel fand ich, Comeback von Florian Hertha. Ja, vor allen Dingen nicht nur ein Comeback, sondern denke ich auch die Art und Weise, wie er hier die Minuten genutzt hat für sich nach diesem langen Ausfall und dem Kreuzbandriss, war, denke ich, sehr, sehr positiv. Also er hatte sehr viel Ruhe, Ausstrahlung auf dem Feld und ich habe nicht einen Fehler gesehen und muss man sagen, tolles Comeback, ja. Zum Schluss, das habe ich dem anderen Trainer auch gesagt, wurde es doch recht emotional am Spielfeldrand. Ist das normal so oder war das schon besonders? Ja, ich glaube, also will sich zu weit ausführen. Ich glaube, die Wortwahl war schon besonders. Ich glaube, das sollte nicht an der Tagesordnung sein, was da sowohl vom Feld als auch am Rand dann da teilweise gefallen ist. Dass es dann mal emotionale Momente gibt im Spiel, das gehört zum Fußball dazu und das, denke ich, macht es auch aus und es soll auch so bleiben, aber ja, ich glaube, da können beide Seiten besser dann mit solchen Momenten umgehen. Dann sage ich vielen Dank.